Herzlich willkommen beim Podcast Auf einen Kaffee mit Jana. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo, Jana hier und willkommen zum Adventskalender. Heute zum Buchstaben U wie unverhofft kommt oft. Und diesmal geht es gar nicht so ums Weihnachtliche, sondern um eine kleine Episode von mir zum Buch Gedankentänzer, aus dem ich dir jetzt schon vorgelesen habe und noch weiterhin vorlesen werde. Denn dass dieses Buch entstanden ist, das war auch unverhofft und hatte zwar immer mal die Idee im Kopf, ein Buch zu schreiben, ein Buch zu kreieren, mit der Welt zu teilen, doch es ja, hat sich nicht angeboten, ich habe mich nicht getraut. Ja, wie auch immer, es war einfach nicht so die passende Zeit. Und 2021 habe ich mir dann die Zeit genommen, weil unverhofft kommt oft. Wir im Sommer hier geblieben sind, wir sind nicht weggefahren. Ich hatte also viel Zeit, die ich gerne ja, mit Dingen eben fülle, die mir Freude bereiten. Und dann habe ich mich an das Buch gesetzt, habe denn unverhofft kommt oft jemanden an meiner Seite gehabt, die mir mit der Umsetzung geholfen hat, die mich unterstützt hat bei der bei den Bildern, die das alles sehr schön für mich formatiert hat. Und unverhofft kommt oft, habe ich dann auch noch einen Verlag gefunden, wo ich ein gutes Gefühl hatte, weil ich das auf Empfehlung einer Freundin ausprobiert habe, wo man dann eben selber veröffentlichen kann. Und so ist dieses Buch in diese Welt gekommen und es war unverhofft, es war ungeplant und gleichzeitig sehr gewollt. Und ich möchte dich einfach einladen, dieses unverhofft kommt oft für dich oder in dein Leben mal reinzulassen und mal so mit diesen Gedanken spazieren zu gehen, was kann denn unverhofft kommen oder worüber würdest du dich unverhofft kommt sehr freuen, weil unverhofft kommt oft, ist manchmal so ein bisschen negativ behaftet, so meistens bei unangemeldeten Besuch oder so, ne? Deswegen ist es ja wichtig, einfach zu schauen, was gibt es im positiven Sinne, was ist schon mal unverhofft in dein Leben gekommen und war richtig gut und wo möchtest du einfach noch unverhofft ganz viele schöne Dinge erleben. Und heute habe ich dir aus meinem Buch Gedankentänze den Beitrag Gedankentänze mitgebracht und freue mich, wenn du nun lauscht. Gedankentänze. Gedanken kommen, Gedanken gehen, manche bleiben nur kurz, andere ein Leben lang. Manche zerlege ich in Einzelteile, seziere sie, nehme sie auseinander, füge sie wieder zusammen, packe sie zur Seite für später oder irgendwann. Erkenne mich in den Gedanken. In den Einzelheiten. Meine Gedanken gestalten mich. Mein Leben, mein Sein, mein Handeln. Ich rede, wie ich denke, wie ich rede, über mich und über andere. Sehe die Welt, wie sie mir gefällt. Gestalte die Welt, wie sie mir gefällt. Ich habe die Wahl über meine Gedanken und über mein Handeln. Ich schicke die sonnige Grüße aus Sutter. Vielen Dank fürs Dabeisein und auch vielen Dank dafür, dass du den Podcast teilst, kommentierst und abonnierst.